So. Weiter. Eins, zwei oder drei. Ja, und wo geht das Licht an? Das Licht geht hier an. Als du das Symbol berührst, erscheint ein Text. Folgende Regeln beachten: Nicht zu viel Schokolade essen. Okay, das ist gerade witzig. Moment, weil ich habe mir jetzt gerade hier eine Tafel Schokolade geholt, weil mein Mund mittlerweile wirklich pappig wird von dem ganzen Gelaber. Okay, vor dem Treffen mit Ashley rasieren und die Zähne putzen. Süß. Als du das Symbol berührst, erscheint ein Text. Die Fertigstellung des Another. Ups. Ach so, die Fertigstellung des Another. Das Another ist endlich fertig. Bill, ich danke dir. Hä? Als mein bester Freund hast du meine Forschung unterstützt. Vor 11 Jahren stand ich nach Sayokos Tod allein mit Ashley da. Ich dachte, dass ich Sayokos Tod nicht verkraften würde. Deine Worte von damals gaben mir die Kraft zum Weiterleben. Richard, forsche weiter. Führe das Another-Projekt zu Ende. Du musst Sayokos Lebenswerk vollenden. Das wäre sicherlich auch ihr Wunsch gewesen. Ich nickte schweigend und tat, was du gesagt hattest. Ich gab Ashley zu Jessica und kam mit dem Bericht hierher. Ich hielt mich an die Bedingungen. Moment. Kurz sammeln. Ich hielt mich an die Bedingungen, die du für deine Unterstützung eingefordert hattest. Kein Kontakt zur Außenwelt. Ich verbrachte die Tage mit Forschung und Entwicklung. Und jetzt ist das Another endlich vollendet. Bill, ich erwarte dich. Wir wollen das Another gemeinsam starten und dann will ich dich fragen, was ich dich vor 11 Jahren nicht fragen konnte. Okay. Moment. Ich bin sofort wieder da. Ahem. So, mal eben gehustet. Weiter geht's. Als du das Symbol berührst, erscheint ein Text. Zusatzbemerkung zum DAS. Zur Wiedergabe von Erinnerungen wird das DAS benötigt. Der erste Code ist auf der weißen Karte, der zweite auf der roten. Zusatzcode sei. Ja. Man sieht's ja da. Moment, ich mach mal kurz Pause. Nee, doch kurz. Moment. So, ich habe mir jetzt nämlich mal kurz den Code rausgeschrieben, damit ich den nicht irgendwie noch nachgucken muss oder so. Ja, ich denke, das war's hier soweit. Ah, Mensch, jetzt kommt mein Hund hier von der Seite und stupst mich mit der kalten, nassen Nase an. Uah, jetzt fröstelt's mich. Okay, aber ich bin hier ja nicht zum Real-Life-Kommentieren, sondern zum Spiel-Kommentieren. Und es war ja die Rede. Irgendwie kamen wir ja nochmal auf dieses Geschenk, das er uns nicht geben konnte vor 11 Jahren. Beziehungsweise Ashley nicht geben konnte. Das war ja dieser Teddybär wahrscheinlich. Dieser Teddy ist bestimmt das Geschenk, das Papa mir vor 11 Jahren nicht geben konnte. Papa. Ashley, dieser Teddy, sieh mal. Was ist denn die? Die Rückseite sieht irgendwie komisch. Ist irgendwie komisch. Der Rücken des Teddys ist ja aufgetrennt. Jawohl. Na. Haha. Im Rücken des Teddys ist etwas versteckt. Das ist eine DAS-Karte. Rote DAS-Karte erhalten. Und du steckst die Karte in das DAS. Oh mein Gott, irgendwie hängt das gerade ziemlich. Karte Nummer 992. Code Sayoko. Speicherkarte enthält Startcode für Another 2. DRS in Terminal einlegen und Startsymbol antippen. Startcode für Another 2. Das ist eine Karte zum Starten des Another. Ui, ey, es hängt gerade wirklich ziemlich. Eieiei. Ich glaube, hier gab es noch was. Ich glaube, das hier oben. Bin mir gerade nicht sicher. Eine einzelne Mappe. Sie liegt auf den anderen Akten. In der Mappe befindet sich ein Bericht über das Another. Anweisungen zum Gebrauch des Another.
In der Status Another wird per Startcode durchgeführt. Es gibt zwei Startcodes, die auf je einer DAS-Karte gespeichert sind. Der erste Code startet Another 1, der zweite startet Another 2. Ja, das wissen wir doch schon. Die Another-Startcodes? Es gibt also zwei Startcodes für das Another? Bericht erhalten. Okay. Ja, Mädel, du bist witzig. Du hast die gerade gefunden und jetzt so, huch, es gibt ja zwei Startcodes für das Another. Okay, ich mach noch einmal kurz Pause und guck nur schnell den Code nach und notiere mir den, damit ich jetzt hier nicht so ewig rumwusst. Und da bin ich auch schon wieder zurück mit einem Stück Schokolade im Mund. Und was ist das? Das ist eine Tür. Ja, schon klar, aber... Okay, es ist eine sehr stabil wirkende Stahltür. Mhm. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Ach. Witzbold. Anscheinend gibt es hier noch ein weiteres Labor. Ja, anscheinend. Dann gehen wir. Oh, ist das futuristisch, Mensch. Ashley? Ja? Wieso war deinem Vater die Another-Forschung so wichtig? Dass er dich dafür sogar allein gelassen hat. Ich denke, er wollte die Trauer nach Mamas Tod überwinden. So? Die Trauer überwinden? Vielleicht. Ich weiß es auch nicht so genau, aber... Ich denke, Papa brauchte dafür einfach diese Arbeit. Ich bin irgendwie ganz aufgeregt. Weißt du, das kann ich gut verstehen, Ashley. Okay. Alter, das hängt sich aber auch gerade richtig auf. Ja, jetzt nicht mehr. Ein Tastenfeld an der Wand. Ob die Tür wohl aufgeht, wenn ich die Codes eingebe, die ich mir auf ein Zigarettenpapierchen notiert habe. Ich weiß zwar nicht mehr so wirklich, welcher zuerst kommt, aber wir probieren es... Oh Gott, was ist das denn für ein Feld? Probieren es zuerst mal mit A, S, H. Nö, nö, nö. 8, 5, wo ist die 3? 3. L, E, Y. Und dann... Na? Bin ich jetzt blind? Hier. S, A... Y, 9, 1, 9, okay. Oh. Gate open. Yay. We did it. Gut, los. Tut Dinge. Oh, wie es in Zeitlupe runtergeht. Ich muss gleich echt mal gucken, was das ist. Das ist ja schrecklich. Geschafft. Gut gemacht. Ach Gott, und es tut mir so leid, dass ich jetzt kurz vorm Ende nochmal unterbrechen muss, aber ich halte dieses langsame Gedudel nicht mehr aus. Guck mal, wie langsam sie läuft jetzt. Ja, okay, jetzt hält sie es in Grenzen, aber manchmal... ich starte einfach mal hier neu. Vielleicht wird es ja dann besser. Gut, geht weiter. Ich habe es leider nicht hinbekommen. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, woran das gerade liegt. Im Labor trafen wir wieder den Mann aus dem Geheimzimmer. Ashley. Das ist das Another. Das Another? Ich arbeite daran, seit ich dich vor 11 Jahren verlassen habe. Das Another, Sayokus und mein gemeinsames Lebenswerk. Okay. Quatschen wir doch mal mit ihm. Ja, mit ihm. Ich weiß es jetzt. Ashley. Du bist mein Papa. Ashley, mein Kind. Der Papa aus dem Gesellschaftsraum war nicht mein Papa. Meine Ashley. Er war der Mann, der Jessica angegriffen hat, oder? Stimmt, so war es. Das war also Bill, oder? Genau, dieser Mann, das ist Bill Edward. Ist dieser Bill vielleicht einer von den Edwards, denen diese Villa... Genau.
Ein Nachfahre der Familie Edward, der die Villa gehörte. Aber wieso hat er so getan, als wäre er mein Papa? Er wusste eben, dass du das DRS hast. Hä? Er wusste eben, dass du das DRS, das du hast, zum Starten des Another 2 unverzichtbar ist. Und wo ist dieser Bill jetzt? Ich weiß es nicht. Und wieso lagst du auf dem Boden in dem Geheimzimmer? Ich weiß es nicht. Als ich zu mir kam, war ich einfach dort. Du weißt es nicht, aber warum? Ich dachte, du könntest mir alles erklären, wenn ich dich nur finde. Seit wir uns getroffen haben, ist alles nur noch mysteriöser geworden. Es tut mir leid, Ashley. Bitte entschuldige dich nicht. Das macht mich verlegen. Ist schon gut. Im Moment kann ich einfach nur sagen, dass es mir leid tut. Bitte, Papa, entschuldige dich doch nicht für diese Sache. Ashley, als das Another fertig war, kam Bill hierher. Er hatte meine Forschung hier unterstützt. Als ich irgendwann aufwachte, lag ich auf dem Boden. In dem Geheimzimmer, wo du mich gefunden hast. Aber warum? Ich weiß es doch nicht. Was sich alles in der Zwischenzeit in der Villa ereignet hat, das weiß ich alles nicht. Und dann warst du da und fragtest mich nach Sayoko und ich... Was ist los, Papa? Ich wundere mich über meine eigenen Erinnerungen. Du? Über deine eigenen Erinnerungen gewundert? Was soll das heißen? Weißt du... Papa, was ist los? Ashley. Ich muss dich um etwas bitten, das nur du tun kannst. Etwas, das nur ich tun kann? Ashley, du musst das Another benutzen, um meine wahre Erinnerung zu finden. Deine wahre Erinnerung finden? Ich habe keine Ahnung, was du damit sagen willst. Also, hör mir gut zu, Ashley. Im Moment habe ich schreckliche Erinnerungen an die Nacht. An eben diese Nacht, in der Sayoko ermordet wurde. Schreckliche Erinnerungen? Und wenn diese Erinnerungen wahr sein sollten, dann habe ich nicht mehr das Recht, mich dein Vater zu nennen. Deshalb musst du mir helfen, meine wahre Erinnerung zu finden. Ich befürchte, dass meine Erinnerungen an Sayoko... Ich befürchte, dass meine Erinnerungen manipuliert wurden. Was soll das bedeuten? Manipulierte Erinnerungen? Ashley, das Another ermöglicht es, Erinnerungen zu verändern. Man kann einem Menschen damit neue Erinnerungen suggerieren. Andere Erinnerungen als die, die er selbst erlebt hat. Einem Menschen neue Erinnerungen suggerieren? Ja, muss man so etwas denn wirklich machen? Weißt du, Sayoko und ich wollten das Another nach Unfällen und Traumata bei Menschen einsetzen, um psychische Leiden bei diesen Menschen lindern zu können. Wenn man das Another aber für andere Zwecke einsetzen wollte, dann wären die Folgen nicht auszudenken. Und Bill hat mit dem Another deine Erinnerungen manipuliert? Das wäre sehr gut möglich. Auf meinem Schreibtisch war ein Prototyp des DRS, als Bill auf der Insel ankam. Daran erinnere ich mich. Ach Gott, ich kann nicht mehr lesen, hey. In diesem Prototyp steckte eine weiße DRS-Karte. Aber dein DRS, Ashley, dieses DRS ist das finale Produkt. Nur mit deinem DRS kann man die rote und weiße Karte lesen. Also die rote und weiße Karte. Nun, wenn meine gegenwärtigen Erinnerungen falsch sind, dann will ich meine wahre Erinnerung zurückhaben. Vorher kann ich mich nicht dein Vater nennen. Wenn es aber nicht so ist... Ashley, verbinde dein DRS mit dem Another. Dann prüfe mit dem Another 1 meine aktuelle Erinnerung. Wenn du diese Erinnerung mit deinen eigenen Augen gesehen hast, starte das Another 2. Sieh dir mit seiner Hilfe meine wahre Erinnerung an.
Mit meinem DRS soll ich deine Erinnerung ansehen? Genau so ist es, Ashley. Ich bitte dich darum, für mich die Wahrheit herauszufinden. Okay. Ashley, sag mir die Wahrheit über meine Erinnerung. Wie konnte so etwas nur passieren? Was wirst du tun, Ashley? Wenn die Erinnerung deines Vaters wirklich manipuliert wurde? Aber vielleicht wurde sie ja auch nicht manipuliert. Was wirst du tun, Ashley? Willst du die Wahrheit erfahren? Die Wahrheit über deinen Papa und deine Mama? Ich würde mal sagen, also wenn ich Ashley wäre, hätte ich Angst vor der Wahrheit. Weil es könnte ja trotz alledem sein. Ich fürchte die Wahrheit, aber ich muss es sehen. Alles wird gut, Ashley, ganz sicher.